Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim Miss Survival. Oh. Noch ein kleines Stick. Können wir ein paar von gebrauchen. Wir sind zurück an unserer Baustelle. Da soll es heute mal ein ganzes Stück vorangehen, will ich mal schwer hoffen. Achso, warte mal, nimm mal hier bitte gleich nochmal eine Kiste mit von den ganzen, die du hier so hast. So. Wird erstmal hängen geblieben. So. Flammen die erstmal hier hin. Ist erstmal wurscht. So. Ein paar Baumstämme habe ich auf jeden Fall dabei. Jede Menge. Tür kannst du mal zumachen. Jede Menge Komponenten. Die ich jetzt natürlich nicht dabei habe, sondern auch noch im Auto. Dann holen wir uns gleich nochmal den Spind darunter. Das müsste eigentlich der hier sein. Ich will mal hoffen, dass das richtig ist. Ich will den auch einfach mal hier hin. So. Was fliegt denn hier alles rum? Ein paar Leaves. Oh, hier ist noch ein Stick und eine Feder. Hebe ich mir später auf. So, das heißt, müsste erstmal eigentlich ein paar Baumstämme loswerden. Die kannst du aber auch erstmal hier hinschmeißen. Da brauchen wir später noch ein paar von. So. Ach, um Gottes Willen, drop. 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 Reicht erstmal. Haben wir noch Sticks? Ne, müssen wir uns ein paar machen. Das sind jetzt nicht allzu viele. Oh mein Gott, das dauert natürlich auch ewig. So, mach erstmal 43. Das geht ja Gott sei Dank recht schnell. Schnappst dir ein paar Komponenten und los geht die wilde Fahrt. Sticks werden wir auf jeden Fall noch ein paar brauchen. So, da sind wir, glaube ich, erstmal wieder den ganzen Tag beschäftigt. Nur um dieses Stück Zaun hier zu bauen. Aber wir wollen es ja auch gemütlich und sicher hier haben bei uns in der neuen Base. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Es wird schon wieder ziemlich warm. Ich fürchte, gleich kriegen wir wieder einen Mist im Ohren. Super, na. Durst hat er auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir essen uns erstmal satt und hauen uns dann das Wasser in den Kopf. Sehr gut. Schon kann es weitergehen. Gucken, ob ich vom Mist vielleicht sogar verschont bleibe. Ja gut, das hier wird nichts, ne? Da musst du doch mal, musst du, glaube ich, noch mal einen draufsetzen. Alter Schwede, Sachen nicht. Mir fehlen jetzt schon Sticks. Jo. Tatsächlich hat nicht mal ganz für den Zaun gereicht. Ja, aber fast. Stick, das wäre jetzt echt mal ein Traum, wenn ich hier noch mal einen finden dürfte. Blueberry, oh, hier ist noch einer. Alles klar. Muss man zumindest den einen noch fertig bauen. So. Diese Vollkatastrophe hier, die nervt mich ein bisschen. Das heißt, wir müssen, ich darf jetzt nicht die Blueprints setzen nebeneinander und dann fertig bauen. Ich muss wirklich einen Blueprint setzen, das Teil bauen und das nächste dann daneben setzen. Weil das hier finde ich schon wieder ziemlich scheiße. Und das hier ist ja noch eine größere Katastrophe.
Das werde ich wohl leider irgendwie abreißen müssen wieder. Das gefällt mir mal gar nicht, weil das auch die Hälfte von dem Dorf verdeckt. Wie scheiße sieht das denn aus? Ich habe ja extra ein paar Baumstämme mitgebracht, ne? Dann reiße ich es halt nochmal weg. Hast du zumindest auch gleich mal ein paar anständige Materialien? Oh. Und Bretter hast du vergessen. Wenn mich nicht alles täuscht, sogar auch die Nägel. Dann machen wir schön hier alles wieder auf. Und da gibt es ja relativ viel zurück. Hast du alles? Ja, hast du. Stört mich diese Lücke hier so sehr, dass ich es jetzt nochmal abreiße? Ich fürchte fast ja. Leute, wir wollen es auch anständig hier haben. Wenn es jetzt... Okay. Hi. Wollte ich nicht nochmal draufhauen. Ein Lock. Ein paar Metal Scraps. Okay, warum reiße ich denn da eigentlich nur ein Stück von dem Tor ab? Baue ich doch auch als ein komplettes Teil. Na ja, komm. Wir haben's doch. Warum kannst du nichts mehr aufsammeln? Es auf jeden Fall noch mal zu setzen jetzt. Und zwar so, dass es dann auch passt. Ja, das wäre toll. Fände ich echt prima. So, wo ist denn das Main Gate? Dann schon nach außen auf, ne? Heißt, du müsstest jetzt mal bitte so, würdest du passig stehen, ne? Ist das richtig? Kann ja nicht so schwer sein hier, oder? So würde ich es lassen. Steht jetzt trotzdem wieder rein, ne? Ist das richtig so? Ich probiere es jetzt nochmal aus. Oh, ich habe keine Tools dabei, ne? Ich habe keinen Hammer dabei. Oder habe ich mir den irgendwo zufälligerweise ins Auto gepackt? Ansonsten sieht schlecht aus. Dann müssen wir nochmal los. Hier ist noch ein Messer drin. Nein, ich habe nichts dabei. Spinte nochmal schnell hier gelassen. Feuere ich jetzt einfach mal hier rein. Sehr wurscht. Die Kiste bleibt auch hier. Ja, schmeiß rüber den Scheiß. Die beiden Spinte gerne auch noch. Echt nochmal nach Hause gondeln. Na gut, Nägel und Bretter wirst du auch noch ein paar brauchen. So, dann lass den nochmal drauf, dass du ein bisschen was vielleicht noch reinlagern kannst. Dann machen wir nochmal eine schnelle Tour zurück, holen mal das, was wir jetzt noch an Materialien dringend brauchen. Und dann würde ich auch schon mal zusehen, dass ich vielleicht einen Scotty hier mit rüber bekomme. Eigentlich ist er relativ safe.
Und hier musst du dir noch was einfallen lassen. Weil der Aufgang hier ist scheiße, da muss ich hier mal springen. Weiß gar nicht, wie wir das hinkriegen. Fertig. Machst du hier nochmal die restlichen Komponenten, Scraps rein und so ein Gedöns. Das waren nur 10 Nägel. Ich habe eine halbe Stunde Nägel aufgesammelt für 10 Stück. 10 Bretter. Oh, jetzt wird es natürlich auch noch neblig. Dann nix wie nach Hause. Zwar lieber noch ein paar Sachen jetzt hier lassen sollen. Egal. Verbringen wir den Nebel nochmal eben zu Hause. Würde ich doch sagen. So. Ist ja jetzt auch nicht so weit. Kurz ein bisschen aufs Gas gelascht und schon bist du da. So, ich mache mich mal lieber schnell rein. Schlaf das Ganze mal weg. In der Hoffnung, dass sie mir dann nicht wieder alles kaputt schießen hier. Ups, Alter. Ja gut, 3 Stunden wachst du ja dann eh auf, wenn es losgeht. Nee, ich höre nichts. Wird schon wieder geschossen. Lass mir bloß das Auto heile, du. Gott, du bist so gruselig. Wenn ihr die spreche jetzt mit dem Hammer in der Hand, spreche ich nicht an. Nicht, dass er auch gleich hier das Zeitliche segnet. Dir ist alles klar, ne? Oder Scott hier, der macht hier so ein... Ja, genau. Bei dem stimmt irgendwas nicht. So, nee. Hammer. Nimm nochmal eine Axt mit. Nägel, hast du doch hier bestimmt noch welche. Jo. Sollte ich mir vielleicht sogar nochmal ein paar machen. Oder wir gucken mal, was wir jetzt hier konkret brauchen. Hiervon eine sind 25. Fürs Tor brauchst du keine. Dann brauche ich ja noch mindestens 2 weitere Walls. Also 65. Ja gut, einmal Nägel musst du noch machen. Ein paar Komponenten, ein paar Metal Scraps. Und Bretter, habe ich die noch hier irgendwo rumfliegen? Nimmst du auch gleich mit? Nur 8. Oh. Alles klar, wir müssen mal was ins Auto packen. Ne, hier ist das ja hingestellt. Ich hoffe, da hat nicht wieder einer von euch Deppen drauf rumgeholzt. Warum ist denn der Spinn so schief? Bretter mal rein. Nägel rein. Eine Säge brauchst du noch. Wir können ja auch erstmal hier jetzt. So. Ach so. Ich muss natürlich erstmal gucken, wie viel Bretter du überhaupt brauchst. 8 pro Teil.
Und 12 mit Leiter. Also erstmal 28. Erstmal 28. Hier ist 26 drin. Da habe ich schon wieder irgendwas daneben geschmissen. Klebeband. Das hier kann ich irgendwie nicht. Das kannst du vergessen hier. Oh, doch, Electronic Pound, sehr gut. Selbstverständlich leuchten wir uns dann die neue Base auch noch schön aus. Und bauen uns mal einen Generator hin. Ein paar ordentliche Strahler. Dass wir auch alles da ganz genau mitkriegen, was da vor sich geht. Säge nimmst du mit. Hier brauchst du nichts weiter. So. Klebeband. Hast du hier. Schmeiß das nochmal dazu. Alles klar. Ob ich schon mal ein paar Steine mit rübernehme? Ist mit Sicherheit für ein Lagerfeuer dann, ne? Zumindest mal 8. Wenn du da noch was brauchst, kannst du dir auch was sammeln. Einmal Nägel wollte ich noch machen. So. Einmal. So ungünstig vor die Workbench geworfen. Komm schon. Gib mir die Nägel. Das darf doch nicht wahr sein. Dann bleiben sie halt da liegen. Sammle ich beim nächsten Mal auf. Ich versetze jetzt nicht die Workbench für die drei Nägel. Eben hatte ich sie. Ah, sehr gut. Ja, Fleisch braucht noch eine ganze Weile, bis das mal gut ist. Obwohl, nee, 4% nur noch. Das ist gleich soweit. Könnten wir hier glatt nochmal die letzten beiden aufhängen. Ein paar Bretter wollte ich mir noch machen. Bevor es hier dunkel wird. Bobby, bist du noch da? Jo. So. Zwei, drei Baumstämme lagen hier, glaube ich, noch rum. Den einen oder anderen Stick. Na gut, du kannst jetzt eh nichts mehr nehmen, ne? Das war's. Ja, komm, Sticks sind jetzt nicht so schlimm. Wir nehmen Scotty dann rüber. Ich weiß aber jetzt nicht, muss ich den hier quasi entschiltern oder? Oder kann ich den dann einfach umsetzen? Ich probiere es erstmal drüben an der neuen Base aus. Ob ich den einfach rüberziehen kann. Warum steht denn das Ding hier so schief? So. Bretter sollten auf jeden Fall genug sein. So, ein paar Baumstämme machst du hier rüber. Säge und Hammer ist jetzt ja Gott sei Dank mal dabei. Kleines Schläfchen. Und ein bisschen Wasser aufgefüllt. Zwei, drei Sticks nehme ich jetzt auch noch mit hier, wenn es mir hier so aufgedrängt wird.
So. Ein Leaf kannst du behalten, da haben wir genug von. Wenn ich noch irgendwo eine Feder, wo ich eben schon dreimal dran vorbeigerannt bin, oder war das die, die ich gerade aufgesammelt habe? Ich weiß es nicht. Ah. Oh. Das sind alles Leaves, die will ich nicht. Hier auch, die Äste habe ich mir da schon rausgepickt. Hier sind noch Baumstämme. Ja, das war's, glaube ich, ne? Ja, das war's wohl. Alles klar. So, dann hauen wir uns eben hin. Schlafen uns nochmal aus. Und dann geht's drüben mal weiter. Dann habe ich auch vielleicht mal Werkzeug dabei. So, Frischwasser. Gib mal her. Eine Dose nochmal eben weggehauen. Dann haben wir für die Nacht genug zu futtern. Es ist auch gleich 8 Uhr. Dann müssen wir eh ins Bett. Dann ziehen wir 9 Stunden durch, hätte ich bald gesagt. Geht natürlich nicht. Oh nein. Können die nicht auch sich mal schlafen legen? Sind doch safe hier im Haus. Alles klar, Rachel? Hier, Rachel, deine Hose ist kaputt. Soll ich dir mal eine anständige besorgen? Vielleicht finde ich ja mal irgendwo eine. Also ich habe mal gelesen, wenn du so schläfst. Soll das extrem gut für den Rücken sein? Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Kann ich da hier nicht mitten ins Treppengeländer legen? Oh. Das ist klar. Hier hat einer ein Päckchen Zucker vorbeigebracht. Der Lieferservice. Raus aus meinem Haus. Prügel dich nach draußen. Entschuldigung, es macht einfach ultra Spaß. Jetzt geht's nicht mehr. Schade. Ah, ist gar nicht so einfach. Hm. Bleibst halt hier. So. Jetzt sollte ich eigentlich alles dabei haben. Gucken, ob die Karre noch anspringt. Und dann geht's weiter. Es war noch relativ düster, aber das wird schon. So. Oh. So ruckartig lenken hier bitte. Dass du da mal ein bisschen von der Straße abkommst, das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. So, ist der Bär da? Sieht nicht so aus. Mal bitte den Motor aus. Handbremse an, wenn es geht. Bär scheint nicht da zu sein. Nehmen wir den Spind diesmal aber gleich mal mit hier. Ah, wunderbar. Ich will nämlich jetzt unbedingt rausfinden, ob ich das hier mal schaffe, das so zu setzen. Dass es auch mal dicht ist, verdammte Axt. Oder ist es so auch wieder nicht richtig?
kurz den Schrott hier noch aufsammeln, der hier rumfliegt. Aber Komponenten und Scraps brauchst du schon nochmal einen Teil. Hatte ich die hier irgendwo? Ja. So und so. Dann mach mal. Aha. Fast noch ein bisschen dicht dran, aber so ist es doch schon mal deutlich besser. Ja, so passt es. Kommst auch mit dem Auto anständig durch. Musste die Teile tatsächlich... Also mehrere Blaupausen nebeneinander ist dann schon schwierig, ne? Musste immer erst eine fertig bauen, sonst kommst du hier echt ins Schleudern. So, das hätte ich gerne mit Leiter. Und zwar gedreht. Möglichst jetzt hier auch dran, ne? Dass ich hier bescheuert bin, aber so ist jetzt dran. Und setz mal so. Da fehlen ein paar Nägel. Ja, ich glaube, so haut es aber hin. Hat sie hier drin und Bretter auch. Loks kannst du auch gleich mal mit rübernehmen. Von mir aus auch noch ein paar Bretter. So. Dann nagel das mal hier zusammen. Haben wir schon wieder Durst. Ja. So gefällt mir das. Jetzt haben wir es auch mal dicht, ne? Oh. Fast schon wieder scheiße gebaut. Aber so ist es jetzt okay. Da kommt trotzdem nichts durch. Oh, wie du es einfach falsch eingedreht hast. Das scheint ja nicht meins zu sein hier. Das siehst du echt beschissen. Muss ich mal sagen. Mal gespannt. Wenn ich jetzt die anderen alle gerade dran kriege, dann soll das so bleiben. Es fällt doch nachher keinem Menschen mehr auf. So, trink mal bitte was. Das würde ich jetzt tatsächlich ohne Leiter machen. Jetzt weiß ich auch nicht mehr so genau, was hier der Unterschied zwischen den beiden war. Von den Materialien hier ist alles gleich. Dann mache ich hier mal A. Ich weiß jetzt echt nicht. Ach, jetzt. Ach, Mist. Nee, ich dachte eben, der wäre gesnappt. Das snappt leider nichts. So. Was fehlt denn jetzt? Ach so, ein paar Baumstämme sind ja kein Problem. So, das war jetzt die A. Drüben setzen wir mal die B. Ja, das passt ja besser. So, hier hinten ist noch so ein Runterfallschutz quasi. Aber das gefällt mir ja schon mal ganz gut. Jetzt hättest du echt ein Stück weiter rüber drehen müssen, ne? Dann wäre es gut gewesen. Habe ich nicht gesehen. So, und hier bitte dann mal B für den direkten Vergleich. B.
glaube, so haut das hin. So. Nägel müssten wir genug mit haben, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das passt. Upsala. Continue. Obwohl, wenn du schon mal dabei bist, save mal eben. Ein paar Loks und ein paar Bretter noch. So. Ich hoffe, das reicht. Ich denke aber schon. Ah, nee. Ja, doch. So, sehr gut. Der Seite passt jetzt wohl auch. Sieht auch unten jetzt mal ganz gut aus. Ach. Hier ist keine Schießscharte quasi, ne? Das ist der Unterschied. Alles klar. So. Das Mäuerchen. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Hier würde ich dann noch einen normalen Zaun langziehen. Das sollte ja reichen. Würde ich dann nochmal anzeichnen. Und hier musste, glaube ich, nochmal eins draufsetzen, ne? Das wird als Schutz, glaube ich, nicht reichen. Das ging aber leider nicht anders wegen der... wegen dem Höhenunterschied hier. So rum. So kannst du es machen. Kann ich denn hier so... mal. Umsnappen kann man nicht, ne? Wollte gerne, aber hier drauf geht gar nicht. Kannst du auch so machen, komm. Wie gesagt, da brauchst du noch einen Arsch voll Sticks. Müssen wir wahrscheinlich erstmal organisieren. Ich würde jetzt nochmal eben probieren, den Scotty hier rüber zu holen. Ach was. Danke. Ah, aber an sich ist es doch eine schöne Ecke hier. Da richten wir uns mal schick ein noch hier. Machen uns hier ein paar Beete hier unten hin. Ich würde vielleicht sogar zusehen, dass ich hier nochmal eine zweite Cabin hinbaue. Muss ich mal gucken, wie es dann passt. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ein paar Sticks nur noch besorgen, dann wären wir fürs Erste schon mal relativ sicher hier. Hoffe ich zumindest, dass hier nirgends wer durchkommt. Na, dann gefällt mir das doch schon mal echt gut. Das Problem ist, hier gibt es gar kein Shelter-Command, fällt mir gerade auf. Kann das denn sein? Hier hängt es in der Luft rum. Okay, ob das so sein soll, bin ich mir aber auch unsicher. Scotty, komm mal hier rüber, bitte. Du wohnst ab jetzt hier bei mir. Wenn es denn klappt. Außer der ist jetzt so durch den Wind, dass er gar nicht mehr weiß. Latscht jetzt zu Fuß hier rüber, oder was? Dann fahre ich mal schnell und nehme den mit dem Auto mit. Lauf ruhig auf die Ladefläche vom Pickup, so ist es ja nicht. Das ist ja schon wieder ein bisschen komisch, dass es jetzt hier in der Luft rumfliegt. Das gefällt mir nicht so gut. To enter this room. Ja gut, so viele Rooms gibt es jetzt hier gar nicht, ne, oder? Cabin. Ach so, da muss ich das... Weiß ich gar nicht, ob ich das als meine Active Base machen muss. Wahrscheinlich, ne?
Sonst wird der Squad hier wohl nicht einziehen. Ja gut, er muss erstmal seine Wanderschuhe anziehen und hier rüberlatschen, aber... ich denke doch, das muss ich zu meiner aktiven Base machen. Gucken wir uns aber mal an, und zwar in der nächsten Folge. War jetzt mal ein bisschen Gebaue, wird... ich werde auch noch in der nächsten Folge eine Baufolge dranhängen, dass wir hier erstmal soweit im Groben sind, dass wir hier wohnen können. Hübsch machen können wir uns das später immer noch. Ja, und ich muss mal schauen, wie ich den Scotty hier rankriege. Der soll knippeln. Dann, ja, würde ich sagen, hat es euch gefallen, lasst mir einen Daumen da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Mist Survival wieder. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.